Einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich auch wieder was ganz Besonderes, und zwar glutenfreie, herzhafte Muffins. Wie immer beginnen wir mit den Zutaten. Wie gesagt, glutenfrei. Dafür nehmen wir gemahlene Mandeln. Dann habe ich hier geriebenen Edamer, Rapsöl, Oliven. Die habe ich dann in Scheibchen geschnitten. Hier habe ich etwas Hefe, Backpulver, 2 Eier für den Teig, 1 Ei zum Bestreichen. Dann habe ich den leckeren Dill und dann Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Edelsüß und ganz oben kommt dann der Sesam drauf. So, ich beginne jetzt mit meinen gemahlenen Mandeln. Alles schön verrühren gleich, also verkneten eher. So, hier ist eine Mischung mit Backpulver und Hefe. Ist euch vielleicht aufgefallen auch. So, wenn ihr natürlich keinen Dill zu Hause habt, Schnittlauch und Petersilie gehen auch. Zack. Und mit dem Salz solltet ihr ein bisschen aufpassen, also lieber etwas wenig Salz. Und hier habe ich schon eine Schale drin. Und jetzt noch der Pfeffer. Und das Ganze verkneten wir. So, das ist jetzt die Masse. Und das verkneten wir mal schön mit den Händen. Schaut mal, das wird eigentlich, das geht ganz schnell, ratzfatz heißt das. Und zwar, schaut mal, das ist so eine pumpige Masse. Eigentlich eher wie ein Brei. So, wisst ihr was? Ich probiere schon mal. Da kann jetzt ein bisschen mehr Salz rein. Bisschen nochmal davon. Vom Paprikapulver. Und dann hier nochmal ein bisschen Pfeffer. So, hier habe ich schon meine Muffinförmchen und hier habe ich das Ei. Hops. Ich verquäle das schon mal. Runde Förmchen machen. So, so schauen die dann aus und einfach in die Mitte. So, ich habe jetzt meine glutenfreien Muffins eine halbe Stunde ruhen lassen. Jetzt bestreiche ich das Ganze nochmal mit ein bisschen Ei. Gebe dann gleich Sesam hinzu und backe das bei 160 Grad ungefähr 20 bis 25 Minuten. Diese Muffins schmecken also herzhaft durch den Käse und den Oliven und die ganzen Gewürze. Und etwas süßlich im Hintergrund durch die, durch die Mandeln. Also ich empfinde es so. So, hier habe ich zu viel, hier habe ich zu wenig. Hier nochmal ein bisschen Sesam. Also ich empfehle dann vielleicht so einen Wildkräutersalat noch dazu und schönen Tee, einen schwarzen Tee. Und ihr werdet auch sehr satt davon und glutenfrei halt. So, okay, so schauen die glutenfreien mandelherzhaften Muffins aus.
jetzt sind wir wieder am Ende unseres Videos. Also, unsere glutenfreie Muffins. Wie gesagt, macht dazu einen Wildkräutersalat mit Balsamico-Dressing oder einen Hirtensalat mit Oliven und Schafskäse mit allem drum und dran. Oder einfach die tollen Hummus-Rezepte, wisst ihr, von meinen vorigen Videos. Also, wir kommen wie gesagt zum Ende. Ich freue mich über eure Kommentare, natürlich über Daumen hoch und schreibt mir doch einfach eure Rezeptwünsche. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten aufregende, spannende Rezepte und einfache Rezepte. Eure Bilge. Tschüss.